dieses Bild gelb, glasgelb, orange, rot, das nehme ich mir hier mal. Das hat eine kleine Auflösung. Das kann zum Beispiel schon direkt aus einer Webseite rauskommen. Und das ist natürlich jetzt von den Farben her nicht das, was mir gefällt. Also das sage ich, naja, nicht wirklich ein Anreiz. Schaue ich mir hoch oben, neben Navigator, gibt es hier das Histogramm. Und ich sehe anhand von diesem Histogramm schon, dass dieses Bild nicht viel wert ist. Dieses Histogramm sagt mir natürlich, wie sind jetzt die Helligkeitswerte bei diesem Bild verteilt. Solche Histogramme kann man im Normalfall schon bei den meisten Digitalfotos einblenden. Probiert es mal bei eurem Foto, wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Histogramm einzublenden, könnt ihr im Endeffekt schon im Vorhinein, bevor ihr das Bild gemacht habt, bewerten, ob dieses Bild gut ist oder schlecht wird. Wenn bei diesem Histogramm hier links und rechts was fehlt und ihr eine normale Aufnahmesituation habt, dann passt irgendwas nicht. Dann fehlt irgendwas im dunklen Bereich oder im hellen Bereich. Diese Berge hier sollten gleichmäßig oder sollten halt sich über das ganze Bild erstrecken, wenn man ein normales Bild hat, wo alles Mögliche drin ist. Fotografiere ich jetzt natürlich eine komplett weiße Lilie, also ein High-Key-Bild, dann wird der Berg rechts sitzen. Fotografiere ich jetzt in Zappenduster irgendwo, schwarzes Auto in schwarzer Nacht, dann wird der Berg ganz links sitzen und die Helligkeitswerte werden fehlen. Hat man aber eine normale Situation, wird der Berg sich komplett erstrecken über das ganze Bild. Schön ist jetzt, wenn man sieht, wenn wir jetzt dieses Histogramm strecken und dehnen, was dann passiert mit unserem Bild. Und das klappt dann unter Bild, auch da anpassen. Und zwar läuft es unter Tonwertkorrektur. Und viele, viele Fotos, die man macht, haben genau das Problem, dass hier die Tonwertumfänge nicht gut sind. Gehe ich jetzt in diese Tonwertkorrektur rein, sehe ich hier wieder diesen Berg. Und sehe, hier fällt mir was im dunklen Bereich, hier fällt mir einiges im hellen Bereich und jetzt spreizt sich diese Tonwerte. Und dann sieht man auch schon durch das, dass hier Vorschau angewählt ist, was passiert. Hier nehme ich mal den Angreifer hier links unten, schiebe den nach links und sehe dann schon, wie dieses Bild dunkler wird, mehr Kontraste auf einmal drin hat. Genauso schiebe ich hier von rechts nach und sehe, hoppla, das ist ja doch Rotwein und zweimal Likör. Jetzt kann ich da schön die Farben im Prinzip rausarbeiten und diese Bereiche, wo hier eh nichts drin steckt, die fallen dann nach unter den Tisch. Ich spreize im Endeffekt jetzt diesen Berg auf den kompletten Bereich auf. Wenn ich natürlich zu viel mache, dann fällt irgendwann mal was. Hier hinten der Pullover ist irgendwann mal weg. Da schneide ich also diesen ganzen Bereich weg. Das möchte ich auch nicht. Hier oben im Vergleich dazu sehe ich, wie es dann nachher aussehen wird. Der Berg verläuft von komplett links bis ganz rechts durch. Mittendrin sind hier Lücken. Diese Lücken sind diese Spreizungen. Aber der Gag ist, fürs Auge fällt es nicht auf, dass mittendrin jetzt das Ding aufgezogen worden ist. Also eigentlich weniger Informationen da sind, aber es sieht definitiv schöner aus. Klicke ich hier jetzt auf OK, schwupps, habe ich jetzt ein anständiges Bild. Rein durch diese Spreizung, durch diese Tonwertkorrektur. Und das wird bei vielen, vielen Fotos nötig sein. Weil oft hat man jetzt bei normalen Fotos nicht die Zeit und sonst was, Belichtung und sonst was sauber einzustellen. Und genau dadurch kommt es zustande, dass einfach Belichtungsfehler da sind. Dass man zu kurze Belichtung hat, zu lange Belichtung oder die Fotos eh schon alles automatisch machen und dann denken, ja, wird schon passen. Also viele, viele Fotos mal genau auf Basis von diesem Histogramm angucken. Da sieht man dann, hoppla, da fehlt's. Und ihr seht hier relativ stark der Unterschied zwischen vorher und nachher ist, denke ich, doch deutlich. Das eine lädt ein, das andere schreckt ab. Und das ist ein und dasselbe Bild.